Falls du Bock auf einen sehr aktiven Minecraft Bedrock Discord hast, dann check auf jeden Fall den Link in der Beschreibung aus. Da ist ein direkter Link zu meinem Discord. Wir sehen uns da. Viel Spaß. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Auf dieses Video freue ich mich besonders, denn es ist ein extrem geiles Video heute. Ich stelle euch das Cooper Addon vor. Das ist ziemlich cool und ihr habt schon ein paar Sachen gesehen. Das bringt einfach komplett Cooper mit ins Spiel und das Ganze könnt ihr hier downloaden in der Beschreibung. Das Ganze heißt Cooper und dann halt noch ein paar Sachen, ne? Ist in der Beschreibung. Könnt ihr gerne downloaden und wenn ihr das dann geöffnet habt, das sind zwei Dateien, einmal das Behavior Pack und einmal das ganz normale Resource Pack. Das heißt, wir machen das beides einmal an. Erfolge werden dadurch auch deaktiviert. Im Spiel müssen wir dann nochmal kurz einmal die Creator-Funktion hier aktivieren. Und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Und ich zeige dir jetzt im genauen Detail, was das ganze Addon so kann. Erstmal, Freunde, falls ihr auf der PS4 spielt und trotzdem mit einem so coolen Addon spielen wollt, dann schenkt das Video jetzt im i ab. Da wird Schritt für Schritt erklärt, wie ihr Monster auf der PS4 nutzen könnt. Und das Video hat auch schon über 100.000 Aufrufe gemacht, das ist unglaublich krass, das ist vielen, vielen lieben Dank dafür. Es ist mir eine so große Ehre, ein Video zu haben mit 100.000 Leuten, das MCPE-Content hat und PS4-Content. Das freut mich unnormal und es ist mir einfach so eine große Ehre, dass ich so vielen von euch schon weiterhelfen konnte mit der coolen PS4-Mods-Taktik. So Leute, mit der 1.17 kam das Kupfer-Iron Ingot dazu und jetzt fragt man sich natürlich, boah, wie cool wäre das, wenn man damit auch Rüstungen, Tools und alles mitmachen könnte. Das wird auch ziemlich cool. Ja, wir werden es jetzt einmal kurz machen, denn wir gehen in den Game-Mode. Soll ich mir mal kurz ein bisschen Werkbankstock und ein bisschen Kupfer. So, im Survival könntet ihr das dann natürlich auch selber alles farmen. Aber jetzt hier, das ist halt wirklich zu 100% auch im Survival spielbar. Man muss hier nichts aus dem Kreativmenü holen. Kann man natürlich, aber wir machen es jetzt mal so, wie es jeder machen würde. Zum Beispiel, man kann jetzt hier eine schöne Hose sich machen. Das ist die Cooper Leggings. Oder man kann auch sagen, ne, man möchte hier einen Helm haben. Oder ihr kennt natürlich alle ganzen Rezepte. Die gehen alle so und ihr könnt die ganze Minecraften ist einfach unnormal cool. Wenn wir das Ganze da ausrüsten, dann sehen wir schon, wir haben eine komplette Rüstung. Was unglaublich cool aussieht. Wenn das so im Spiel kommen würde, würde ich auf jeden Fall nicht nein sagen. Das sieht unglaublich cool aus. Hier haben wir das Cooper Sword. Das ist ein Attack Damage von 5 hat. Was ziemlich okay ist. Das kann man auf jeden Fall gut usen. Also für Leute, die echt Bock haben auf eine Erweiterung, die auch im Survival möglich ist, dann ist das Ganze auf jeden Fall etwas für euch. Und ich zeige nochmal gleich die ganzen Tools in Action. So, wenn wir noch kurz einmal die Spitzhacke gecraftet haben, dann haben wir auch schon alle Sachen hier durch. Als erstes würde ich jetzt hier sogar schon das Schwert einmal kurz testen, anhand von diesem Villager hier. So, das ist down. Da ist der Villager down. Wo ist eigentlich der Iron Golem? Den gar nicht. Aber das spielt jetzt eigentlich ganz so gut. Das lässt sich gut spielen. Und mit 5 Attack Damage, ja gut, es geht natürlich krasser. Aber dadurch, dass man Kupfer auch, glaube ich, relativ oft findet in den ganzen Höhlen, ist das, glaube ich, ein ganz guter Deal und kann man viel mehr machen. Jetzt schauen wir uns mal kurz die Schaufel an. Die Schaufel, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Fühlt sich so ein bisschen an wie so eine gute Iron-Schaufel von der Geschwindigkeit her. Da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen mit der. Und mit den Pickaxe, die ist meiner Meinung nach so ein bisschen langsamer. Hat so ein bisschen was von, ich glaube, die ist so im Eisenbereich, würde ich sagen. Würde ich so mal so schätzen. Und die Axt, die fühlt sich auch sehr gut an. Was ihr vielleicht schon gesehen habt, es gibt noch keine Health-Sachen für die ganzen Sachen. Das heißt, die nutzen sich nach meinen Informationen nicht ab. Das war ein großer Kritikpunkt von dem Addon. Aber ich hoffe natürlich, dass das möglichst bald behoben wird. Aber das ist halt wirklich kein Addon, wo einfach nur
Texturen replaced worden, sondern es ist ein richtiges Add-on. Und das finde ich auch schon ziemlich cool. Das ist 1.17 Update, ist ja noch nicht lange draußen. Und da wurde schon so schnell ein Add-on in der Art rausgehauen. Das finde ich einfach unglaublich nice. Ja, wir können ja nochmal kurz einen kleinen Test machen. Mit der Iron Pickaxe. Weil ich will eigentlich, glaube ich, ich weiß gar nicht mal, wie schnell die abbaut. Können wir nochmal kurz testen hier. Ah, die baut schon ein Stückchen langsamer ab, ne? Baut schon schneller ab. Alter, nicht mit gerechnet. Generell, was ihr hier unten seht, dass hier unten die ganze Lebens-, also die ganze Health-Anzahl von dem Ding hier da ist, ist bei den Dings-Tools nicht der Fall. Wir können den Typen hier nochmal kurz. Ui, da waren wir gut gehittet. Können wir kurz schauen, ob wir den besiegen können. Das sieht nicht so gut aus. Oh mein Gott. Speedrun-Taktik. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will auf jeden Fall kein Speedrunner. Habe ich mir kurz überlegt. Schnell was abbauen. Braucht echt noch ein paar Hits. Hätte ich nicht gedacht. Aber hier ist er down. Und wir haben 5 Eisen bekommen. Hatte ich schon vorher Eisen? I don't know. Aber ziemlich nice. Leute, was haltet ihr vom ganzen Addon? Link ist dazu, wie gewohnt, in der Beschreibung. Falls ihr mehr so welche Sachen sehen wollt, dann scheut nicht, ein Abo da anzulassen. Es zu teilen mit euren Freunden. Denn hier gibt es mehrere so coole Mod-Sachen und einfach Tipps und Tricks für euren Minecraft Bedrock Alltag. Das ist ziemlich nice. Und ja, habt noch einen sehr schönen Tag. Teilt, abonniert, liked gerne. Das war's. Ciao, ciao.